Und damit sage ich herzlich willkommen zurück, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. Und wir schippern weiter. Wir müssen ja nach Reykjavik. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wunderbar, das Schiff fährt nun los und wird die Aufträge automatisch abliefern, wenn es im Zielhafen angekommen ist. Am oberen Rand können Sie die Zeit vorspulen. Wenn Ihnen danach ist, klicken Sie hierzu auf einen Beschleunigungspfeil oder drücken Sie die Taste 2 auf Ihrer Tastatur. Mit dem Pauseknopf oder der Leertaste auf Ihrer Tastatur halten Sie die Zeit an. In Menüs ist die Zeit übrigens angehalten. Ab hier sind Sie gefragt, Chef. Suchen Sie nach den besten Aufträgen, kassieren Sie Prämien, erkunden Sie die lukrativsten Routen und behalten Sie den Zustand Ihres Schiffs im Auge. Meine Anteile sind dann zum übernächsten Quartalsende fertig. Ich werde rechtzeitig auf Sie zukommen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie es schaffen werden. Arbeiten Sie hart, wenn Sie ganz groß rauskommen wollen. Ich habe das auch nicht anders gemacht. So, da liegt mein Schiff und wir werden dann mal, ja, losschippern. Hoffe ich zumindest. Ah, jetzt schippert er. Ich war im Pausemodus. So, auf geht die Fahrt nach Reykjavik. Und dann werden wir von dort uns natürlich auch neue Aufträge wieder mitnehmen. Die Pacific Pearl ist bereit zum Anlegen in Reykjavik. Und wir legen natürlich manuell an, denn die 100.000 Euro, die können wir uns auch schenken. So, und da hinten, wo es gelb blinkt, oder wo es gelb leuchtet, da müssen wir anlegen, da ist unser Anker. Deswegen schlagen wir schon mal langsam vorsichtig ein und versuchen da natürlich möglichst ohne Schaden zu nehmen, anzulegen. Was mir bis jetzt, wenn ich nicht gerade aufgenommen habe, auch eigentlich immer super geklappt hat. Wobei ich auch sagen muss, eigentlich ist es nicht wirklich schwer, dort anzulegen. Denn, ja, man braucht ja wirklich nur die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln und schon klappt das Ganze. Noch sieht es ganz gut aus, aber jetzt müsste ich doch mal eben rückwärts und dann aber bitte in die andere Richtung. Absolut vortrefflich, Kollege. Ihre Manövrierfähigkeiten sind exzellent. Da spricht sich rum. Ei. So, 2 Minuten 27 haben wir gebraucht. Schiffsschaden haben wir 0 erlitten.
Und unser Guthaben ist auf 673.007 Euro gestiegen. Die Fahrtdauer hat 18 Tage gebraucht. Treibstoffverbrauch hatten wir von 141 Tonnen. Entspricht einem Tankpreis von 52.311 Euro. Und die Bilanz der Fahrt ist ein Plus von 358.696 Euro. Nee, so geht das ja gar nicht. Ihr Kahn ist in einem dürftigen Zustand. Das müssen wir uns mal näher anschauen. Hier steht der Treibstoffstand und der Reparaturstand von Ihrem Schiff. Ganz schön übel, nicht? Klicken Sie auf das Treibstoff-Icon. Das ist der aktuelle Preis pro Tonne von diesem Hafen. Den Verlauf des Preises sehen Sie in dem Diagramm. Also der Preis pro Tonne beträgt hier in Reykjavik 371 Euro. Und wir sollen einmal voll tanken. Und fertig, so schnell geht das. Nun zum Reparieren klicken Sie auf das Zustands-Icon. Je nachdem, wie viel Sie reparieren wollen, dauert es länger. Ihr Schiff ist für diese Zeit nicht verfügbar. Schließlich können wir nicht unterwegs reparieren. Für den Anfang sollten Sie das Schiff nur circa eine Woche in Reparatur schicken. Stellen Sie dies am Regler ein und bestätigen Sie es. Okay, eine Woche. Nehmen wir mal 6 Tage statt 7. Nun wird Ihr Schätzchen repariert, wurde auch Zeit. Bedenken Sie, dass Liegegebühren für Ihre Schiffe anfallen, solange sie vor Anker liegen. Die Liegegebühren stehen hier unten. Die Liegegebühren sind 10.000 Euro pro Tag. Spulen Sie die Zeit während des Wartens nun mit dem Beschleunigungspfeil oder der 3 auf der Tastatur vor. So ist das Dach gleich schon viel besser, nicht? Viel Spaß mit Ihrem reparierten und aufgetankten Schätzchen. Chef, wir sollten als erstes diesen leidigen Status der Einschiffsgesellschafters hinter uns lassen. Wenn die Reederei erfolgreich werden soll, müssen wir uns in einigen Punkten verbessern. Für den nächsten Rang brauchen wir Folgendes: einen besseren Ruf, ein zweites Schiff, einen Firmenvertrag und mehr Kapital. Ich erkläre alles der Reihe nach. Ihr Ruf verbessert sich zum Beispiel, wenn Sie Terminaufträge fristgerecht abliefern. Die Firmen merken dann, dass Sie ein verlässlicher Partner sind und der Name Ihrer Reederei wird sich herumsprechen. So, ein Terminauftrag ist nicht ohne. Ich kann Ihnen zeigen, worauf Sie dabei achten müssen. Danach muss ich aber schnell zu meinem Termin. Dieser Auftrag hat einen Termin, er ist somit viel lukrativer, birgt aber auch Risiken. Kommt die Fracht nicht rechtzeitig an, so müssen Sie eine Konventionalstrafe pro Tag Verspätung zahlen. Die Konventionalstrafe steht im Detailfenster des Auftrags, das Sie über die Lupe erreichen. So, was steht denn da? Da müsste ich dann eine Konventionalstrafe zahlen von 95.722 Euro pro Tag. Und hier steht die voraussichtliche Ankunft für Ihren Zielhafen. Die hängt natürlich von der Geschwindigkeit des Schiffes ab. Das wären dann 15 Tage. Hier unten können Sie die Geschwindigkeit anpassen, um die Ankunft des Schiffs zu ermitteln. Probieren Sie es direkt aus. Also, bei 13 Knoten bin ich in 11 Tagen da. Oder? Nee, bin ich in 6 Tagen da, Entschuldigung.
Bei 7 Knoten bin ich in 11 Tagen da. Und bei 5 Knoten bin ich in 15 Tagen da. Halten Sie die Maus nun über den Auftrag, sehen Sie, dass links unten neben der Treibstoffanzeige der Verbrauch in Rot für diese Strecke angezeigt wird. Jo. Testen Sie vor dem Annehmen eines Terminauftrags also auf jeden Fall, ob Sie rechtzeitig am Zielhafen ankommen können und ob der Treibstoff bei dieser Geschwindigkeit überhaupt ausreicht. So, dann nehmen wir den mal an. Und schau mal. Ich versuch's einfach mal. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. So, dann gehen wir auf Ablegen. Felixtown. Gehen wieder manuell raus. Sollten also in 6 Tagen in Felixtown in England ankommen. Dann schauen wir doch ganz einfach mal. Bis jetzt geht ja noch alles ganz gut. So, und wenn wir jetzt Glück haben, dann sollten wir eigentlich auch pünktlich da sein. Ich bin mir jetzt zwar nicht mehr ganz so sicher, wie das hier in Felixtown war mit dem Hafen. Weil jeder Hafen sieht ja doch ein bisschen anders aus. Aber da hinten ist schon das gelbe Ziel, da wo wir hin müssen. Das Einzige, was ich hier noch nicht so ganz verstehe an dem Spiel, ist, warum das ab und zu so ein bisschen ruckelt. Es kann eigentlich nicht an meinem Aufnahmetool liegen, weil das klappt sonst auch ohne Aufnahmetool. Nur mit leichtem Ruckeln. So, wir drehen das Schiff mal ganz langsam nach links rum.
Fahr noch mal nach hinten. Ich hoffe, der Kahn da fährt mich jetzt nicht gleich über den Haufen. Jo, wieder ohne Schiffsschaden. Und wir haben ja 6 Tage gebraucht, also waren wir ja unter der Zeit. So, damit sage ich Tschüss für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich sage Bye Bye.